Hallo Pokefreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Videoreihe sozusagen. Wir haben pünktlich vorige Woche das Display-Opening abgeschlossen von Nacht in Flammen. Und da habe ich mir natürlich überlegt, damit wir immer noch ein bisschen Content hier auf dem Kanal haben. Oh, man sieht gar nichts. Haben wir ein neues Display am Start. Und zwar diesmal nicht Nacht in Flammen, sondern Sonne und Mond aufziehen der Sturmröte. Wir haben wieder ein halbes Display, das heißt 18 Pakete, die wir wieder aufteilen werden auf circa 9 Videos. Und jetzt öffnen wir das Official Nintendo Pokémon Sealed Product. Diesmal habe ich auch eine Schere am Start, weil das ist immer so krass eingeschweißt. Man kriegt es nicht mit bloßer Manneskraft auf. Das ist so geplant, dass die kleinen Kiddies hier nicht die ganzen Boxen aufreißen. Da kann man schon mal zum Hulk werden. Das ist immer nicht einfach. Mit den guten Displays hier. So. Jetzt gucken wir hier erstmal. Sturmrote Invasion in der Alola-Region. Hier haben wir natürlich so ein paar tausend Sasa dabei. Wie den guten Maskito, Armigento oder Katagami. Also. Oder auch Schlinking. Schlinking ist auch am Start. Wir haben hier Ultrabestien am Start. Mein Wunschpull von den 18 Karten, also 18 Booster Packs. Man muss sie immer mal rausnehmen, damit man mal so viel in der Pfote hat. Mein Wunsch ist eine Pokémon Full Art Karte. Wir hatten in Nacht in Flammen das Glück gehabt, dass wir Chris gezogen hatten, eine Gold Rare etc. pp. Und da suchen wir uns jetzt schon mal hier zwei Random Packs aus, die uns so ein bisschen überzeugen. Einmal Schlinking und Maskito, dann ist das schick für das heutige Video. Ja, also man hat immer die Hoffnung, ne? Weil Full Arts oder Rainbow Rares sind der Hammer. Das ist einfach der Shit, meine Damen und Herren. So, wir haben das hier jetzt so am Start. Wir haben einmal Schlinking, einmal Maskito. Also hier auf der Box habt ihr schon die Cover gesehen von den Booster Packs. Und da fangen wir mal mit den guten Schlinking an. Die Booster fühlen sich wunderschön an. Das habe ich lustigerweise mal wieder erwischt auf eBay. Ja, das letzte war Spock, das heutige ist eBay. Und ja, also ihr seid da locker am Start mit dem Fuffi, seid ihr da gut dabei, sozusagen. Deswegen, da hat man schon echt Auspackfreude. Und da legen wir jetzt mal los mit Aufziehen der Sturmröte. So, wir fangen an mit einer Kampfenergie. Ein Groink. Emolga. Gladio, eine verdammt coole Karte. Warum? Quickle. Mit Gladio kann man seine Preiskarten angucken und Gladio austauschen gegen eine Preiskarte. Falls man mal ein Entwicklungs-Pokémon in den Preiskarten hat, ist das ziemlich nice. Kamaop. Pikachu. Ich probiere hier mal so, dass das Licht nicht so sehr reflektiert. Owei. Pummeluff. Ein Reverse Holo Barrschwarr. Und die seltene ist ein Xerneas Holo. Hübsch. Ist wirklich hübsch. Mit glänzendem Geweih 130 Schaden. Und führend durchsuche dein Deck nach einer Unterstützerkarte. Ist, denke ich mal, ein guter Accelerator für Feen-Decks sozusagen. So, jetzt packen wir Päckchen Nummer 2 aus, was dann auch das Endpäckchen des heutigen Videos ist. Wie gesagt, erwartet einfach pro Woche ein Video von dem Display-Opening. Ich habe mir da so ausgesucht, weil manche auch schon gesagt haben, du gehst es ja ein bisschen sachte an. Das hat einfach den Grund, dass man zum einen ein bisschen Content hat und zum anderen die Videos nicht ellenlang sind, weil ich auch immer ewig lange schnatter, besonders bei Pokémon-Karten, so dass ihr einfach da einfach schneller dabei seid und wisst, was hier abgeht. So, wir haben eine Elektroenergie, Flunkiefer, Grabbit, 130 KP, ist ja nice. Eine Kampfdisk, also es ist besonders auf Armigento ausgelegt. Hier wird Armigento ein Kampf-Pokémon. Ist immer richtig cool. Laukaps, Kabuno, Hunduster, Scobble, die Vorentwicklung, richtig nice. Schalellos, beide Schalellos. Reverse Holo Krebschor. Und die seltene ist ein Hundemon. Ist eine normale Rare. Aber sie gefällt mir vom Artwork her sehr gut. Feuerzahn, dein Gegner ist verbrannt, ist nice.
Und durchstechende Zähne ist okay. 90 Schaden ist okay. 110 HP ist ein bisschen wenig. Aber sonst läuft. Ja, da haben wir eigentlich... Der Boss heute ist Xerneas. Ich hoffe, euch hat dieses erste Video erstmal gefallen. Seid und bleibt dabei, wenn wir die restlichen Päckchen hier aufmachen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet. Von solchen sozusagen vielen Mini-Pack-Openings, die aber ein ganzes Display darstellen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, beim nächsten Pokestuff etc. Bis dahin und macht's gut, euer Xetra.